Willkommen bei Kerbal Space Programm. Wir werden heute Gavin aus dem Orbit pflücken oder zumindest dorthin starten. Dazu ziehen wir uns mal unsere zuletzt gebaute Rakete ran. Wie hieß die denn? Hat mir die Gavin genannt? Rescue Mission. Sag mal, bin ich blond? Da! Moon Rescue Gavin. Na bitte, da ist er doch. Hier hat sich nichts geändert. Ich bin mittlerweile in der 1.7 angekommen. Das ist hier. Zu den Teilen werden wir im nächsten Review machen. Da bin ich schon am Arbeiten, aber es ist nicht ganz so einfach wie erwartet. Da haben die sich ganz schön was ausgedacht. Aber das Update ist interessant und auf alle Fälle empfehlenswert. Aber wir arbeiten nicht damit. Wir arbeiten... Wilbo? Hopp, raus da. Wir wollen jemanden aufsammeln. Das heißt, wir brauchen einen freien Platz. So, Jormel fliegt. Warum fliegt Jormel? Ja, Jormel fliegt. Dann würde ich sagen, verschwende keine weitere Zeit. Jupp, ja, hey. So, Jormel, ich erwarte einen problemlosen Start. Ja. Ich erwarte auch einen problemlosen Flug. Und ich würde sagen, wir verschwenden keine Zeit. Jubi, ahe. Start. Mir fällt gerade was ein. Haben wir ein Reaction Wheel mitgenommen? Weil diese, hat doch gar keins drinne. Ernsthaft? Na gut. Ich probiere es trotzdem. Ein Flug ohne Reaction Wheel. Mal sehen, wie weit wir kommen. Das ist jetzt dann natürlich wieder... Ja, Jormel, du freust dich auch nicht drüber, wa? So. Die halten ziemlich lange, die Feststoffbooster. Gehen wir schon ganz vorsichtig in den Gravity Turn. Damit wir ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Wow, fliegt die Rakete gut mit den Boostern. Aber sie fliegt ohne... Ohne Stabilisierung. So, jetzt schießen wir die Booster weg. Jawohl. So, gerade drehen. Dann mal schauen. So. Der Start sieht eigentlich richtig gut aus. Da sind wir schon auf unseren 70 Kilometern. Was sagt unser Orbit?
Oh, ja. Sieht gut aus. Jetzt können wir natürlich nicht steuern. Ernsthaft. Jetzt überschlägt sich die Rakete. Alles klar. So. Klar machen für Orbit. Wir haben nicht genug Treibstoff mit. Wir haben nicht genug Treibstoff mit in der Rakete. Da sieht man nämlich daran, wir haben noch total 1800 drinne und brauchen tun wir bis zum Moon. Naja gut, 800. Doch, könnte reichen. Ja, sind 1600. Oh, das wird knapp. Okay. The Moon. Set as target. Jetzt müssen wir mal gucken. Cool Car. Gatorene Spot. Der fliegt so rum. Okay, das heißt, wir müssen hier davor ankommen. Gut, jetzt. So. Add Manöver. Macht 819. Da kommen wir davor an. Und jetzt sehe ich gerade, wir müssen über die Apoapsis sekunden. Die ist auf 52. Das heißt, wir müssen eh noch beschleunigen. Das bringt alles nichts. Weil ich kann nicht steuern. Okay. Ich breche lieber jetzt ab als nachher. Das war dumm. Dumm, dumm, dumm. So, erstens brauchen wir den. Zweitens brauchen wir. Ich mache jetzt nämlich mehr Treibstoff rein. So, jetzt haben wir nur noch 1,22. Das heißt, wir machen hier auch noch eine Stufe ran. So, jetzt haben wir hier noch 1,15 und da 1,17. Verkürzt wir hier mal die Zeit. So. Sehr gut. Sieht doch schon gut aus.
Und zur Not bauen wir noch zwei zusätzliche Booster ran. Dann hat sich die Sache. Und diese beiden Booster sind ganz kleine. Und zwar... Ach, das Logo für die Engines ist ja anders. Zwei. Und dort nehmen wir nicht die hier, sondern die Thumper. So. Jetzt sind wir bei 1,68. Das heißt, wir können die hier wieder runterdrehen. So. Das hat den Vorteil, dass wir länger auf die hier vertrauen können. Und die übernehmen den Start. 42 Sekunden lang. Bei 1,3. So, das heißt, wir schießen als erstes die beiden weg. Dann schmeißen wir die Booster weg. Und dann die übliche Geschichte. Wir kommen jetzt also wunderbar, ja, hin, zurück und tralala. So. Speichern. Lauch. Oh. Hi, Jormel. So. Ja, jetzt haben wir vergessen, die zu stabilisieren. Aber ich hoffe mal, das geht auch so. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Machen wir kurz die hier weg. Ja. Schöner Start. So. Wir sind gerade. Unser Reaction Wheel oben läuft. Wir haben zusätzlichen Treibstoff. Wir haben zusätzlichen. Genau. So. Und wir marschieren auch. Oh! Ist ja schon abgebrannt. Alles klar, jetzt sind wir wieder im Limit. So, wie sieht es denn jetzt aus? 5 Kilometer Höhe haben wir erreicht. Wir marschieren jetzt fröhlich los und haben noch 2 Minuten. Okay. Okay. Time to periapsis steigt, ist wunderbar. Holla! Benehmt euch da unten. So. Wir bauen mal vorsichtig etwas Geschwindigkeit zur Seite auf. Ah, Jormel, hochkonzentriert. So. Wir haben noch 1 Minute. Und bewegen uns in einem 45-Grad-Winkel. Sehr gut. Ja. Kommen wieder leicht vom Kurs ab. Warum sinkst du jetzt? Das ist nicht nett. Wir haben noch 20 Sekunden. Ja, ich fahre durch den Motor.
Der Start läuft nicht wie gewünscht. Der Start läuft nicht wie gewünscht. Ich dachte, die... Ich dachte, die Booster, die Thumper, geben uns einen Vorteil. Wahrscheinlich müssen wir da doch Kickbacks nehmen. Ja, wir sind zu tief. Okay. Läuft nicht wie gewohnt. Wie gewünscht. Ja, wie gewohnt. Ja. Danke. Danke, lieber Skinwalker, für diesen Versprecher. Es läuft wie gewohnt. Es klappt nämlich nicht. Wunderbar. Danke. Wunderbar. So. Weil unser Treibstoff ist jetzt am Ende. Und wir sind noch nicht beim Orbit. Okay. Revert Flight. Revert Vehicle Assembler. Ihr beiden Flachpfeifen hier. Kommt weg. Dafür kommen zwei Fette. Ups. So. Die werden diesmal abgestrutzt. Jawohl. Hast du das genommen? Nummer 1. Nummer 2. So, jetzt pass mal auf. Haha. Jetzt gibt's Power. Ihr beide. Ihr drückt volle Kanne rein. Genau. Und ihr? Bleibt mit dem Limiter so. Genau. So. Nee, wobei. Ihr geht mal wieder hoch. Auf 29%. Dafür können wir nämlich weniger Flüssigtreibstoff nehmen. Wir haben 1,54, 1,03. Okay. Safe. Und den starten wir dann aber nächstes Mal. Ich sage nämlich einfach von hier aus, macht's gut, bis zum nächsten Mal. See you later. Ganz deiner Meinung.